Ich will noch einmal ein Happy Kissen haben. Ich glaube auch. Ja, ist cool. Ein blaues Kissen mit Katzenohren. So. Heute mal mit Glaspfeilen. Skorbuter, das macht das Zahnfleisch tot. Jaffo, jaffo, jaffo. Okay. Ja. Find ich. Man kennt das nicht. Nein. Nicht von SpongeBob. SpongeBob. Oder ein japanisches SpongeBob. Ich kenn nur. Ich bin bereit zum Abkassieren. Dam 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 dam. Kurzes Handschuss ist schon sehr geil, muss ich schon sagen. Warum habe ich kurzes Handschuss mitgenommen? Bin ich denn doof oder was? Warum nicht? Ja. Ja, scheiße das. Okay, er macht viel Schaden, aber. Er hat. Ohne Kurzbogen nicht. Ist der auch doof. Wie weit reicht Riesenstampfer? Weit genug. Er ist riesig. Schokohase! Ne? Was? Schokohase? Ach, der scheiß dort auch wieder. Was zur Hölle? Schokohase! 1-2-1-2-1-2-1. Ham. Ach ja, ist ja wieder soweit. Mhm. Was? Schokohase? Ja, ich will den essen. Osterwochenende jetzt. Lennart farmt jetzt wieder, ja. Ich seh's. Oh, ein Goldei. Yay, ein Goldei. Nee, dafür bin ich im Moment noch zu beschäftigt mit LOL. Ja. LOL. Tu mal nicht so. Ey, ich bin auch so beschäftigt mit Roffel, weißt du? Ich hab mitgenommen, bin ich denn bescheuert? Roffel, du hast LOL gesagt. LOL, du hast Roffel gesagt. Wir können das jetzt auch so weiterführen, das weißt du. Ja, können wir. WTF, ihr habt Roffel und LOL gesagt. Omf, du hast WTF, Roffel und LOL gesagt. Ja. Nicht da lang. Ich will da aber lang. Nicht da lang, Martin, Mann. Ab durch den Fluss, rechts hier. Eben auf dem Fluss. Rechts durch den Fluss. Warum denn? Weil das der richtige Weg ist. Weil sich hier mal waschen kann. Und was ja einfach ist. Du könntest ja sagen, du riechst den Weg, aber das kann man nicht. Wir müssen es noch imprägnieren. Also, wenn wir imprägniert wären, könnten wir da lang gehen. Ja. Weil ich will nicht unbedingt in die Mosa da rennen. Hast du noch weniger Angst vor Wasser, ne? Dann ist er wasserabweisend. Das perlt förmlich an ihm ab. Mega Kieferknochen, yay. Voll mega. Autsch. Heiliger Zorn und Vergeltung tut weh mit Doppelschuss. Azusa-Schatten. Ja, weil keine Ahnung, was ich mitgenommen habe. Ich habe kein bisschen auf Tierbeherrschung. Wolltest du nicht ein anderes Pet nehmen? Habe ich es in der Kurzzeit nicht mehr geschafft. Lüg nicht. Den hässlichen Strauß. Okay, solange die gebraucht hat, um Siegel zu kaufen, hätte ich es noch geschafft, aber. Ja, wobei, wenn ich. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt nehmen wollte. Ich stehe immer normalen Phönix. Was macht der Mox da? Regenbogen und Phönix würde ich nur mit Level 5 bekommen. Kann das, Martin, kann es das sein, dass du einen Mox auf Aqua hast? Nee, ist auf Bewachen. Wenn wir angegriffen werden, greift er auch an. Nur weil der gerade voll zu dem Tundra-Riesen einfach so gelaufen ist. Oh, ein Goldei! GZ. Vorher voll ernst, so. Ja, weil der da hin. Ein Goldei! Das ist wie so ein kleines Kind, was hingefallen ist, wenn man dann hinguckt. Aua! Ja, yeah, jetzt hab ich. Guck mal, hier ist ein Stück Schokolade. Ja! Ey, das finde ich voll scheiße von. Oh, guck mal, ein Schmetterling. Oh. Aua, mein Knie. Guck mal, da ist eine Raupe. Kann man das eigentlich mit Goldeiern und Süßkram noch auf 18 machen, seine Vollbeherrschung zum Beispiel? Denke ich mal, klar. Happy. Weißt du, willst du Schmetterling im Bauch, steckt ihr Raupen in den Arsch. Kleine Kinder und Raupen. Und jetzt mal nicht alle durcheinander. Nicht? Schade. Ba bla 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 bla. Ba 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 bibi ba. Ach, Herr Malta jetzt. Wo wir wieder bei Werbung werden. Und vor allem, wer kann da nicht malen, ist die Frage. Puh. Okay, dann was Martin denn gemalt hat. Nie. Okay, es war doch Martin. Sag ich ja.
Oh, Schlüssel für wieder für Martin. Oh, Martin. Ja, und jetzt kriegt er wieder was Goldenes. Was hat er jetzt gerade geschrieben? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Kekse. Kekse? Kekse. Nein. Ja, fast. Ich finde das gar nicht lustig. Ich schon. Okay, Kompass ist jetzt für alle gesperrt. Ihr dürft nichts malen? Nein. Ihr dürft nichts malen. Wie lange du gleichzeitig auch noch rein kannst, das war alles was. Ich muss eigentlich alles mit Alesia. Ich kann das ganz viel übermachen. Jetzt sind es zwei. Muss jetzt nicht irgendwann langweilig werden. Nö. Nein. Oh Mann. Die kriegen ihn komplett weiß, oder? Ja! Ja, wo ist der Weg? Ja. Let's play together, wir malen auf der Karte. Let's draw together. Ja. Or not. Ich glaube, wir müssen alle nochmal irgendwie über TeamViewer in Pain rein. Und dann schön alle zusammen malen. Genau. Rechts lang. Nein, weil ja, die backen sich selber. Wer backt sich? Die Gegner. Die backen sich tot. Haha, ich hab noch ein Haus gemacht. Fail! Ich muss nur außerhalb deiner Karte laufen, dann kann ich machen. Ich hab Riesenrange. Naja. Oh Mann. Wir sollten. Ihr Terroristen, ey. Bist du mies. Minimap-Terroristen. Ja. Das ist das Haus vom Nikolaus. Nein, das ist nicht. Komisches Haus, also. Nein, das ist eine Lüge. The cake is a lie. No, the drawing is a lie. Boah, Goldei und Schokoase gedroppt. Oh, jetzt muss ich auch aufheben. Boah. Das ist eine Truhe. Wo ist Truhe? Die ist da, wo die Guck auf die Karte. Nicht auf der Minikarte. du musst als erstes aufmachen, damit ich ein Goldi bekomme. Ah, ja. Und wenn ich ein Goldi bekomme? Das ist die Theorie. Dann krieg ich keinen. Ah, okay. Hier kriegst du langsam. Ja, mein Arm wird schon taugen. Das ist dein Problem. Nein! Nein! Also, ich kann nachher kein Oso mehr spielen, das ist klar. Phil, du hast ein Goldi. Meinst du? Ja. Siehst du? Meine Theorie stimmt. Was wieder beweist, der Mesmer hat immer recht. Nur weil der Mesmer die Realität beeinflussen kann. Ja. Da kriegst du Schokoasen. Ich bin ein Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich glaube auch. Ah, wenn man davon redet. Schon krieg ich einen Schokoasen. Ich auch. Ich hab drei. Ja, ich du hab nicht. Haha. Ich hab einen Schokoase, ein Goldei. Ich hab kein Goldei. Ich will ein Goldei. Hm, aber ich muss schon sagen, ich mach viel Schaden mit dem Bild. So, mehr oder weniger. Ganz jetzt mal nach so viel Scheiß. Oh, die Kacke, also. So lange. Wird deine Hand nicht taub irgendwann? Ja, ich spiel schon nicht mehr. Es stört nicht mehr. Die Finger werden schon blau, so. Dann geht's dir so, wie es mir geht, wenn ich so einen Spinner mit 30.000 Punkten mache. Wo sich ja Len auch immer fragt, wie ich das überhaupt mache. Ja. Und ich immer falsch rumdrehe, aber trotzdem damit schneller drehen kann. Ja, ich drehe. Wie rum drehe ich? Ich drehe links. Dreh nach links. Ich drehe links rum. Ich auch. Siehst du, Erik, wie. Warum sagt ihr nicht einfach statt links und rechts Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn? Würde viel mehr Sinn machen. Wenn ich jetzt mal gucke hier rechts. Weil beide die Uhr nicht lesen können. Oh Gott. Mann! Da müssen wir nicht hoch. Also ich drehe mit dem Uhrzeigersinn. So. Ich drehe gegen Uhrzeigersinn. Ich wollte gerade die Richtung aufmalen auf dem Kompass, danke. Okay, ich lasse dir mal kurz ein freies Feld. Nee, jetzt hab ich ja keinen Bock mehr, jetzt können wir einfach alle folgen. Macht's schon aus. Man beobachtet diese flackernde Eisen. Okay, dann halt nicht. Wir sollen dieses flackernde Dings da beachten. Nein. Im
müssen bei den Bergträumen hoch. Bom. Om nom 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 nom. Kennst du übrigens schon Mon? Mon? Mon ist, wenn man kotzt. Ah, Nom ist rein und Mon ist raus. Ha, ha. Mon, 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 Mon. Mon, 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 so viel genommt. Als erstes Nom, Nom, Nom und dann Mon, Mon, Mon. Ach, darum Digimon. Digimon, digitale Kotze. Ah, ich hab was vergessen, stimmt. Digital Kotze, yay. Dann heißt es aber Pokenom, oder? Ich glaube auch. Manche finden Pokémon auch zum Kotzen. Ja. Mhm. Damals war es episch. Jetzt frage ich mich, wie konnte ich so eine langweilige Serie jemals gucken? Die Spiele sind episch. Die Spiele sind echt episch. Ganz ehrlich. Wer sagt, man ist zu alt für SpongeBob oder Pokémon, ne, der hat verloren. Ja, stimmt. Ist man niemals. Ich spiele es ja auch immer noch. Du bist doch jünger als ich. Oh, Bock, die paar Monate. Was für Monate? Jahre! Aber hier, einer 26 und der spielt auch Pokémon. Kenne ich einen. Chris? Nee. Chris ist älter, oder? 26. Der ist 100, ist der. Chris hält die 100 Jahre Gildenlegende. Nee, ich meine LPR. Ja, Chris. Chris ist ein Let's Sleeper. Ja, das auch. Oder Wallace, wenn er mal wieder ein PC darf. Darf? Und sein Kind, darf und sein nicht. Kind nicht. War der jetzt online vor über einem Jahr? Geil. Ich weiß noch, der kam irgendwie. Der raus! Das Wort der kam auf. Der kam irgendwie mal 5 Minuten online. Oh, Kind schreit, ich muss auf. Mhm. Ach ja. Was aus dem geworden ist? Oder aus Felix oder Dodo? Ich glaube, ich schreibe gleich mal auf die HP Felix und Schattenlied sind ja ab und zu mal drauf. Echt? Omf. Ich war schon lange nicht drauf. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So seit 2-3 Wochen nicht mehr. Ich glaube, ich meinen neuen PC habe. Ja. Ja. Phil, du bist der Host, ne? Das weißt du. Ich weiß. Ich weiß, dass die Homepage auf meinem Webserver läuft. Heißt ja auch Apokalyptikum. Eben. Beim gratis Webspace. Yay! Wollen wir mal ein paar Klicks bekommen? Wir machen das in die Videobeschreibung, den Link zur Homepage, damit es so aussieht, als würden wenigstens Gäste da drauf kommen. Oh, yay! Und das erste, was die Leute dann sehen, ja, hier, Problem mit der Gilde, auflösen noch nicht. Wir können ja schreiben, dass wer hier mitspielen will, soll sich auf der Homepage bewerben. No. Und muss dann erst einen Fragenkatalog abarbeiten. Fragenkatalog sogar. Klar. Ja, ich meine, die eine Frage auf der, oder eher gesagt die Aussage, so hallo, Fragezeichen, dann what the fuck als Antwort, oder? Oh mein Gott, hast du die Umfrage eigentlich mal geändert? Was? Hast du die Umfrage da mal geändert? Das ist noch immer hallo? Fragezeichen. Alter, auf was für lange. Ich fand ja vorher die Frage super. Welche Titel hättet ihr gerne? Meine Gildenhalle riecht nach Schnaps. Unverbesserlicher Bierdeckel. Ich hab euch für alles mal gewotet. Ist ja so verbuggt da. Nee, meine Gildenhalle riecht nach Schnaps, das ist das Beste. Ja. Ja, ja. Überlegender Trinker. Und sowas. Und der höchste Titel dabei wäre dann einfach nur Flex. Flex. Oh, scheiß Zauberbrecher. Ich bin gerade zu faul, mich aus dem Symbol des Torns rauszubewegen. Sonst beschwert sich Erik auch, dass er nichts tun darf. Außer Kreise malen auf dem Kompass. Ich drehe mich gerade im Kreis und male nur Striche. Was ist eigentlich heute los? Kistentag, Mann. Und sogar Goldi. Und schon wieder Goldi, ey. Q9, oder?
Ja, aber Flügel klingt Schwert. Ein Eleboss, nein, es ist ein Mönchboss. Ein Eleboss in Blau, ja. Was hat der Siegel des Zorns? Ganz klar ein Wasserele. Phil, renn weg. Echt? Oh Mann. Ist es ein Eidolon, nicht ein Wasserele? Siegel ja. Der Vergeltung. Mit also, Schattenform. Nebelform. Genau das. Also oh. Nebelform ist Wassermagie. Ich war bei. Ja, ich war bei Asa. Was ist ein Asa? Tut mir sorry. Asa ist was komisches mit Dolchen. Mein Main ist Asa. Ja, ich Paragon, super. Was ist ein Paragon? Ist doch sowas Schwules, was mit so Stöckchen wirft und schreit, oder? Was singend wegläuft, wenn man es angreift. Und was kein Touch das ruft. Also, dass die weiblichen Paragon schwul sind, kann ich mir vorstellen. Fast. Ja, die sind lesbisch, oder was? Oh mein Gott. Vielleicht gucken Kinder zu, die dürfen sowas noch gar nicht hören. Und Schokohase 4. Die Kinder spielen unzensierte Spiele, also hier, keine Ahnung hat. Also. Ballerspiele sind nicht so schlimm wie so Wörter. Ja, okay. Ballerspiele sind überhaupt nichts im Vergleich zu Wörter. Wie schwul und Lesbe, ja. Kennst du nicht die ganzen Kinder, die so bei COD oder bei sonst was so tolle Namen haben wie Felix 98 oder so? Ich spiele gerade kein COD. Ja, bei allen anderen Ballerspielen auch. Du hast bestimmt mal irgendwas gespielt. Nein. Ja, du bist ganz behütet aufgewachsen mit Hello Kitty, ein lustiger Inselspaß und so weiter. Ja, richtig. Ja. Das spiele ich auch heute noch. Oh ja. Ich bin schon Level 368. Hol dir WoW. Wollt ihr wirklich auch noch den Bonus machen? Das schaffe ich nämlich nicht mehr. Wie? Formalen her. Ah, ja. Malst du jetzt schon mit der anderen Hand oder musst du die eine festhalten? So? Die eine zückt schon die ganze Zeit so komisch. Ich guck schon gar nicht mehr. Du kommst mit der Nase und machst mit beiden Händen, oder? Ich hab grad meine Maus auf dem Boden liegen. Mit den Füßen auf dem Boden. Ich guck schon gar nicht mehr auf den Kompass drauf, ey. Bringt dir eh nichts. Ja, ich weiß. Mit einem Touchscreen wäre das super. Einfach so mit dem Finger hin und her. Ja, mit einem Stift dann halt. Oh, Schoko. Also jetzt muss ich aufhören. Nummer. Okay, weiter.